Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Yo, wir haben gestern hier die Brücke gebaut, den Weg zum Sandkasten. Ach, da sitzt eine Laus drauf. Warte du, dich nehme ich doch gleich mit. Haben wir auch gleich Essen. So, also, wir haben gestern hier die Brücke gebaut. Nach der Videoaufnahme habe ich nochmal hier was geändert an der Treppe. Weil das viel einfacher ist, um dann die Besorgung zwecks Holz zu machen. Ja. Und ich habe mir noch mehr Gedanken gemacht. Wie ihr sehen könnt, ist hier schon eine Treppe angedeutet. Ich würde ganz gerne nämlich dort auch noch eine Brücke hochziehen. Sieht vom Konstrukt her vielleicht dann ein bisschen komisch aus, aber mal gucken, die Brücken können wir auch noch irgendwie schön machen, noch ein bisschen verbauen. Allein aus dem Grund, vom Picknicktisch habe ich eine Seilbahn bis in die Base rein. Das heißt, wir werden hier unser Holzfäller-Camp, sage ich jetzt mal, bauen. So in Klammern. Und können einmal das Holz hier hoch transportieren, dass wir es im Sandkasten nutzen können. Und wir können auch Holz ohne Probleme dann hier hoch, zack, über die Seilbahn ins Hauptlager schicken. So. Dann war ja auch noch die Frage, wie oder wo wird die komplette Holzlagerung stattfinden. Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Also ich bin also am Überlegen, ob ich hier unten ein kleines Häuschen hinbaue oder... Ah, weil hier das würde ich gar nicht so groß bauen wollen, obwohl... Obwohl es gar nicht verkehrt wäre. Da müsste ich aber die Seilbahn nochmal ändern. Müssten wir es länger ziehen. Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ich muss mir da echt nochmal Gedanken machen. So, und dann dürft ihr euch nicht wundern. Es kann sein, dass dann morgen in der Folge wieder einiges an Material da ist. Weil wir werden im Laufe des Tages heute hier nochmal eine große Farmrunde machen, offscreen. Wo dann alles mögliche an Material nochmal beigeschafft wird. Wo ist mein Grasplattenlager da? Das heißt, heute Mittag werden wir uns ein bisschen dran setzen und hier mal großflächig farmen. Es wird nichts questmäßig gemacht, also keine Zähne gesammelt oder sonst irgendwas. Es geht nur rein drum. Stängel farmen, Grasplatten farmen, vielleicht nochmal Federn farmen, dass so wieder ein bisschen was da ist. Weil ihr seht es ja selbst, ich drehe mich hier fast nur noch im Kreis, weil Federn sind keine da. Aschewände kann ich kaum noch setzen. Ja, und da werden wir nachher mal eine große Farmrunde machen. Was ich höchstens anbieten könnte, je nachdem, ich weiß ja nicht, ob ihr Lust und Laune dazu habt, dass wir die Farmrunde, wenn wir die machen, vielleicht im Discord in unser Onstage-Channel machen, mit einer Bildschirmübertragung. Das heißt, da hättet ihr die Möglichkeit, auch mit in den Channel zu kommen, da könnt ihr euch das Farmen mit angucken. Und könnt eventuell, je nachdem, mit uns sogar reden, euch unterhalten, keine Ahnung. Ja. Wäre so eine Möglichkeit, die wir bieten könnten. Weil wir haben überlegt, ob wir die Farmrunde mit in eine Folge reinnehmen. Ist aber auch wieder blöd, weil dann sieht man nur 30 Minuten, wie hier gefarmt wird und dies und das. Und da sind ja einige, die wollen das Farmen nicht sehen. Dann gibt es wieder einige, die wollen das sehen. Und da haben wir jetzt gesagt, na, dann machen wir das offscreen. Und wenn es gewünscht ist, dann müsst ihr mich nachher nochmal... Wir werden definitiv heute farmen. Also ich denke so im Laufe des Mittags. Ja, ich denke mal, ihr werdet wahrscheinlich... Ja, wenn um 17 Uhr die Folge online ist, wird es mit einem... Ja. Ihr dürft mich gerne im Discord anschreiben, wie das aussieht. Ob ich eine Bildschirmübertragung machen möchte oder wie auch immer. Wenn der ein oder andere dann da ist, dann können wir gucken, dass wir da was machen. Sollte kein Problem sein. Und das wäre mal eine coole Sache, weil wir würden ganz gerne mal unseren neuen On-Stage-Channel testen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was dieses On-Stage bedeutet, beziehungsweise was das für ein Channel ist. Jetzt will ich gerade mal gucken. Da drin habt ihr die Möglichkeit, eine Bildschirmübertragung mit anzuschauen. Ihr könnt aber nicht sprechen. Das heißt, wenn jemand was sagen möchte oder sonst was, kann man das dann in diesem Channel, ich sag mal, könnt ihr wie in der Schule euch melden. Und dann kann ein Mod euch freischalten und dann könnt ihr auch reden.
Der Channel muss überhaupt mal ausprobiert werden, weil in Zukunft würde ich ganz gerne auch das ein oder andere auf dem Discord machen. Das heißt, wer von euch Lust und Laune hat, kann nachher dazukommen, ne? Ich hoffe ja, dass es funktioniert. Ist neu eingerichtet, keiner weiß, ob es funktioniert oder nicht. Ich denke, von der Höhe nehmen wir das an und am Schluss könnte es sein, dass wir nochmal mit einer Treppe höher müssen. Das sollte kein Problem sein. Und ich nehme schon wieder Grasplatten in die Finger. Ist auch so ein Witz. Könnte ich eigentlich stehen lassen. So, dann heute Abend, 9 Uhr. Da kriegen wir alle ganz gewaltig auf die Schnauze. How many aphids is that? Ich glaube, das brauchen wir nicht schön reden. Das ist, ja. Wie war das, der eine Kommentar, den ich bekommen habe? Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Sterben. Mhm, Dankeschön. Ich denke mal, das wird heute Abend eine richtige Gaudi. Wir machen uns auch schon seit 3-4 Tagen ganz gewaltig Gedanken, wie man die ersten Schritte machen könnte. Und ich habe noch eine kleine Überraschung mit eingebastelt in OBS. Also ich kann schon mal so weit sagen, wir werden offiziell einen Death Counter mit drin haben. Und ja, ich gehe mal stark davon aus, das wird sich ganz schnell füllen, das Ding. Bin ich mal gespannt, wie viele Tote wir auf die Liste kriegen. Ja, ich nehme ja auch den Vergleich jetzt so ein bisschen aus meiner Staffel im Schwierigkeitsgrad normal. Und wenn ich sehe, wie oft ich da jetzt schon sterbe, kann man sich so grob ausmalen, wie das auf War sein wird. Jetzt ist er zu weit weg. Mensch! Also kann interessant werden. Deswegen, wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden Zuschauer, der heute Abend dabei ist. Das gibt eine Mods-Gaudi. So, gehen wir erstmal schlafen und hängen die Laus mal auf. Ach nee, wir haben sie ja mit dem Dings gekloppt. Aber wir haben trotzdem eine zum Aufhängen. wo ist mein Bett? Da. So, und dann wäre die nächste Frage, das muss ich jetzt doch mal in den Raum werfen, weil das ging mir zeitlich wieder unter, das wollte ich schon vor ein paar Tagen fragen. Was wünscht ihr euch denn am Samstag? Weil ihr wisst, Freitag und Samstag ist Multiplayer-Stream. Das heißt, mit Apokalypse, mit Angel, mit Chaser, und auch nicht fest, nur mit diesen Personen, je nachdem, wenn Catfish dabei sein kann, dann ist er dabei. Oder Bronard, oder Avataras, oder Apokalypse, Bushbop, oder wie sie alle heißen. Das heißt, unsere Multiplayer-Streams wollen wir ja so aufbauen, dass das ganze Team und die ganzen Supporter auch mitspielen können. Und es soll sich aber auch nicht 100% alles nur um Grounded handeln. Ich weiß, Grounded ist mein Lieblingsspiel, ich spiele es rund um die Uhr und spiele viel und gern. Aber wir sind ja in der Überlegung, dass man einen Tag nutzt, wo man was mit Grounded macht und einen Tag könnte dann so ein paar Multiplayer-Spielchen gemacht werden, wie Phasmophobia, Ghost Watchers, Gothic Phone, keine Ahnung. Also so kleine Multiplayer-Spielchen, so rundenbasierte. Um auch mal ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Ja. Ihr dürft gerne mal euren Kommentar abgeben zur morgigen Planung, was ihr euch vorstellt. Ob man sagt, nee, spielt morgen bitte nochmal Grounded. Oder ob wir mal eine Runde, was ich empfehlen kann, ist, wer ein bisschen Grusel- und Schock-Szenen haben will. Aber so Schock ist es auch nicht. Könnte ich empfehlen Ghost Watchers oder Phasmo, dass wir sowas mal spielen, also Phasmophobia. Wobei ich Ghost Watchers schon krasser finde. Und gerne noch andere Titel, Multiplayer-Titel mit in die Liste reinschreiben. In die Kommentare.
weil wer weiß, was wir in Zukunft noch spielen werden. Wir suchen da derzeit halt wirklich Spiele, die Multiplayer-fähig sind. Muss noch nicht mal ein Spiel sein, was eine riesen Story hat. Also selbst sowas wie Dead by Daylight oder sowas, wo Runden basieren. So, ich denke, ihr versteht, was ich meine. So ein paar kleine Games, die man in einem Stream oder so vielleicht schön zusammen mal spielen kann. Und das sind halt auch so Games, da kann man auch mal eine offene Lobby machen. Kann sagen, so, Lobby ist offen, Leute, kommt rein. Wer Bock hat, ist dabei. Fertig, Punkt. Hier sind wir schon eins höher wie da und es ist trotzdem irgendwie noch zu niedrig, ne? Deswegen, wenn ihr noch Ideen und Vorschläge habt, gerne in die Kommentare. Mal gucken, was dann morgen Abend passieren wird, was wir spielen werden. Und wie gesagt, ich würde dann einfach heute... na gut, vielleicht sage mal fest ab 17 Uhr, dann ist das Video online, bis ihr das gehört habt. 17.30 Uhr würde ich sagen, ich bin dann heute ab 17 Uhr im Discord in unserem Onstage-Channel drin. Und dann machen wir unsere Farmrunde per Bildschirmübertragung. Sollte für die Brücke da oben jetzt reichen. Was ein Bauwerk. Sieht ja schon irgendwie lustig aus. Muss man mal gucken, ob man hier dann Säulen runter macht. Wie so ein Aquädukt vielleicht bauen oder so. Hier hätte ich halt gerne ein schönes Holzhäuschen. Und da muss eigentlich noch ein stützendes Gestell drunter, dass das nicht so in der Luft hängt. Das sieht, glaube ich, nicht so schön aus. Kriegen wir auch noch hin. Achso, den muss ich wieder mit hochnehmen. Und dann haben wir schon mal unseren Weg auf den Picknicktisch. Das heißt, dann kann man das Holz von hier unten schön nach hier oben schaffen. Das verstehe ich auch manchmal nicht. Mal geht's nicht. Komm, so. Ich hoffe ja, dass es noch nah genug ist. Ja. Das wäre ein halber. Halbe. Eine halbe Treppe wird wahrscheinlich zu niedrig sein, ne? Ja, war ja klar. Das ist halt die Frage. Es ist kein großer Absatz. Was ist, wenn ich die hohe Treppe nehme? Die geht ein Stück drüber. Ist halt auch blöd. Aber gut, dann machen wir die hier so ein Stück drüber und machen hier einfach eine halbe dran. Ich weiß, sieht ein bisschen komisch aus, aber es funktioniert. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4 und Holz. Aber ich glaube, Grasplatten haben hier noch gereicht. Ja. Und dann brauchen wir noch Unkrautstängel, dann wäre die zweite Brücke fertig. Haben wir wenigstens schon mal etwas in der Viertelstunde geschafft. So, jetzt brauchen wir Holz. Ich glaube, wir machen uns gleich mal so ein Gerüst hier drunter. Das sieht einfach ein bisschen schöner aus und nach unten hin müssen wir es eh noch abstützen. Soll ja nur rein optisch gut aussehen. So.
Sehr schön. Das heißt, oh, ich müsste mal was essen und trinken. Das heißt, wir haben unsere Brücke hier rüber zur Seilbahn. Jetzt ist nur die Frage, ist die Seilbahn, ich glaube, wir haben oben die Seilbahn zum Holz verschicken. Ne, hier unten die. Dann passt das ja. Dann passt das ja. Das heißt, hier können wir jetzt ins Hauptlager unser Holz schicken. Rein theoretisch jetzt nicht, weil wir brauchen es ja jetzt noch hier. Aber das würde funktionieren. Ja, das geht direkt ins Lager. Sehr schön. Und wir müssen nicht jedes Mal hier dem Ding hier hochlaufen. Das ist immer so schrecklich, wenn man unten Holz sammelt. Dann sucht man erstmal, guckt man sich um, wo geht's da wieder zu der Schaufel? Wie kommt man hoch? Das ist zentral zwischen dem Holz. Also das Holz geht hier rundherum. Das heißt, von dort aus ist dann der Verteiler. Das sieht ein bisschen blöd aus, dass die Brücke höher ist als die. Das Problem ist, wenn ich die jetzt niedriger mache, ist es da wieder blöd. Wenn ich die höher mache, ist es da wieder blöd. Also muss es so bleiben. Da werden wir uns eine richtig fette, geile Brücke draus bauen. Müssen wir nur mal gucken, wie wir das am geschicktesten hinbekommen. So, und rein theoretisch müssten wir eine Holzsammelstation eigentlich hier mit reinbringen. Aber, das Problem ist die Seilbahn. Hätte ich vorher dran denken müssen, dass ich hier die Plattform viel größer gemacht hätte. Dann hätten wir hier das Holz mitgelagert, weil wir brauchen ja trotzdem unser Essen, Trinken und den ganzen Gedöns. Ja, oder ich baue das Lager hier irgendwo hin. Na, eher dann auf die Seite oder... Ja. Ach, das ist schwer. Ich habe gestern ja schon alles rumgerätselt und überlegt und... Ach, ich habe keinen Plan. Ich habe echt keinen Plan. Und das ist schon ein Seltenheitsfall, dass ich mal keine Ideen habe. Wo ist meine zweite Fackel? Ist halt echt schwierig. Also wir haben Wege von allen Richtungen hier hoch. Das ist schon mal klasse Sache. Vielleicht doch nochmal die Seilbahn umsetzen. Weil wir kriegen ja das Material zu 100% zurück. Dass wir die nehmen, setzen sie nochmal um. Und ziehen hier die Plattform einfach nochmal viel größer. Das heißt, die machen wir weg. Ich würde halt für die Seilbahn gerne diese Rundung wieder drin haben. Und dann schweben wir über dem Holz. Ja, da muss ich mal gucken, wie wir da unten drunter irgendwie so Träger uns bauen oder so, dass es ein bisschen gestützt aussieht. Weil ich finde so, wie sagt man, so Luftschlösser oder sowas finde ich nicht so optimal. Also gefällt mir persönlich gar nicht. Ja, da müssen wir dann Säulen irgendwie runterbauen, 2, 3 Stück. Müssen wir mal gucken. Ach, ich wollte was essen und trinken. Hab's immer noch nicht getan. Komm, hau dir die Dinge rein. Oh, wir haben ja noch mehr. Ich glaube, ich muss mir hier bald mal einen Kühlschrank hinstellen. Wir werden ja eh noch hier viel bauen. Also, wäre vielleicht ein Kühlschrank hier vor Ort auch nicht verkehrt, um auch mal Essen zu lagern. Was eh nicht funktioniert, weil mir eigentlich das, was hier gefarmt wird, auch gleich futtern müssen. Wäre das jetzt nicht so, dass ich 100% Material zurückbekomme, glaube ich, hätte ich jetzt die Seilbahn nicht abgerissen. Oder hätte mir eine andere Möglichkeit gesucht. Aber so denke ich mal, ja. Ich denke, das ist am praktischsten, wenn wir das Holz zentral haben und dann können wir es von hier aus nach rechts, nach links, da wo wir es haben wollen, direkt hinbringen, ne?
Das gibt ein Bauwerk, weißt du. Das sollte eigentlich nur so ein Zwischenlager sein. Und jetzt sind wir hier auch am Bauen wie blöd. Gibt es wieder so ein überdimensional großes irgendwas. Ich habe gestern schon zu Chaza gesagt. Kann man nicht einfach mal ein Haus bauen mit 4 Wänden und einem Dach drauf und fertig? Irgendwie wird alles so groß, ne? Wir brauchen ja auch hier keine 5 Millionen Holzlager. Das heißt, wenn wir hier uns 20 Stängellager hinstellen, sollte vollkommen reichen. Ist ja dann immer im Wechsel. Wenn was im Hauptlager fehlt, kann man was hinschicken. Dann wird hier wieder mal ein Tag aufgefüllt. Muss man mal gucken. Da liegen noch Holzstängel, die nehmen wir auch gleich mit. Und dann heute Abend auf War, da bin ich echt noch gespannt. Das lässt mir einfach keine Ruhe. Man versucht gar nicht drüber nachzudenken, aber irgendwo arbeitet es doch ein bisschen im Kopf. Wo man sich denkt, wie macht man den Anfang am besten? Wie passt das am besten? Wie kriegt man das gut hin? Ah, das ist schon fies. So, und hier machen wir uns jetzt so. Und vorne die Rundung dran. Das sollte groß genug sein. Das sollte groß genügen. Groß genug sein. So, jetzt haben wir es doch. Und vielleicht hier wie so ein Turm ganz gerade runtergehen lassen, was auch nochmal stützt. Vielleicht auch nicht schlecht. So, und dann kann man das einteilen. Hier im vorderen Bereich essen, trinken, keine Ahnung was. Und im hinteren Bereich können wir hier Stängellager rechts und links hin machen, ne? Sollte hinhauen. Hoffe ich ja, dass das funktioniert. Ich muss die Stängel mal wegbringen. Sieht ja schon irgendwie lustig aus, die Konstruktion. So, Seilbahn wieder hin. Und natürlich werden wir das Ganze hier mit Pilzziegeln sowie mit Holz dekorieren. Ich denke mal, da sieht das auch ganz klasse aus. So, mal gucken. Verbindung blockiert. Den da. Zack, 48, passt. Zack, Seilbahn steht. So, und dann müssen wir mal gucken. Hier ist die Treppe, das heißt, hier kommt eine Tür, ein Tor, ja, eher ein Tor. Da gucken wir mal. Nehmen wir das hier. Bis da einmal hin und einmal dahin, das ist der Eingangsbereich. Ah, können wir sogar bauen, wow. Und dann sehen wir schon, da ist nicht viel Platz. Da ist jetzt die Frage,
Wie breit ist der? Der hat genau eine Zweierbreite, ne? Das heißt, rein theoretisch, aber nur theoretisch, könnten wir den dann hier so schräg hinsetzen. Ja, ihr müsst euch vorstellen, da kommen noch Wände hin, ne? So, die Öfen können wir da hinstellen, weil die müssen nicht auf die Kiste funktionieren. Das ist hier in dem kleinen Lager, ist es jetzt nicht ganz so wichtig wie im Hauptlager, ne? Machen wir hier die Öfen hin. Klar, da müssen Wände hin, hatte ich ja gesagt. So, und dann macht man hier das Bettchen und der Grill. Ja, Grill können wir auch mittig stellen. Die Werkbank stellen wir hier hin. Und neben die Werkbank wäre eigentlich klasse die Kisten. Da brauchen wir auch keine 500.000 Stück. Da ich glaube, hier hinten reicht es, wenn wir 4-5 Stück haben. Sollte genügen. Ich glaube, den bauen wir uns einfach hier mittig rein. Kann man nicht übersehen. Und auf die Rückseite das Bettchen. Hatten wir es auch schön warm. So, und die zwei setzen wir uns hier hin. Einen hier und einen hier. Das heißt, vom Raum her müsste das reichen, wenn ich... hier eine Wand hinziehe. Wir deuten es einfach mal an. Soll jetzt nicht gebaut werden, es geht nur ums Andeuten, dass man mal so grob mal eine Vorstellung haben, wie das sein könnte. Das heißt, zack, bis dahin wäre der Raum. Für Essen, Trinken, Craften, keine Ahnung was. Und hier hinten wäre für die Stängellager. Und da kriegen wir schon 2, 4, 6, 8, ja, 10 Stück pro Seite grob hin. Das heißt, da haben wir 20 Stängellager und in die Mitte können wir dann mal 2 oder 3 von denen stellen. Kann man sich ja trotzdem bewegen. Von denen brauchen wir auch nicht so viel hier drin. Aber dann sieht das eigentlich schon ganz passend aus, würde ich jetzt behaupten. So, das heißt, wir brauchen Pilzziegel. Die muss ich dann daheim holen, weil hier die Öfen funktionieren irgendwie nicht, warum auch immer. Ja, das lassen wir mal stehen. Weil ja, wir könnten das komplett aus Holz bauen, aber ich finde, man muss so ein bisschen Akzent setzen. Wenn das jetzt komplett eine reine Holzbude wäre, ich weiß nicht, wie das dann aussieht. So. Das müssen wir so offen lassen. Rein theoretisch könnte ich auch mit einem Bogen zumachen, aber... das ist hier eigentlich keine Materialseilbahn. Das ist die, die sich von A nach B kommen. Das heißt, es müsste offen bleiben. Okay, dann Pilzwände noch hier dahinter. Ja, ja. Also überall hat es funktioniert. Alles gut positioniert. Nur die Werkbank halt nicht. Und jetzt kommen Holzwände drüber. Dann haben wir auch unsere 1,5 Höhe. Man sollte das ganz gut hinhauen. Das heißt, wir nehmen uns... ja, Palisadenwände bestimmt nicht. Die Stängelwände. Und so sind wir nämlich auch auf der Torhöhe. So. Die Ecken immer schön voll ausgefüllt. Ja, hier brauchen wir eigentlich kein Fenster. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Ah, hier überhaupt nicht. Im vorderen Bereich, glaube ich, machen wir gar keine Fenster. Und hier können wir jetzt eine ganze Reihe Fenster machen. Eine ganze Reihe mit Fenster. 1, 2, 3, 4. Da nicht. 1, 2, 3, 4. Um die Ecke muss es wieder so gehen. Dann sieht es ein bisschen hübscher aus. So, so. Und so. Hier könnten wir rein theoretisch, nehmen wir mal auch zu, kann man machen, das geht. So,
So, und hier müssen dann noch Türen rein. Und dann sieht das Ganze doch schon mal ganz gut aus. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier reicht es, wenn wir offene Türen machen. Wenn nicht, nach da oben. Dahin. Und dahin. Und da muss Holz drüber. Funktioniert. Das hat funktioniert. Haben wir wenigstens schon mal Türen. So, und das gibt Lagerbereich. Das heißt, hier setzen wir uns auch Pilzziegel hin. Den weg. Da das ein großer offener Bereich werden soll, machen wir das so und die oben angesetzt, dann ist es nämlich ein höherer Bogen. Genau, und hier ist dann Lagerzone und hier machen wir das auch nochmal so, dass das auch ein bisschen abgeschlossen oder abgegrenzt ist. Ja, sieht das auch ganz gut aus. Na, kann man doch machen, oder? Ist halt nicht so ultra groß, die Hütte. Aber gut, ich würde sagen, wir sind bei 30 Minuten angekommen. Ihr kennt das Spielchen. Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren. Okay, hier kommen wir nicht mehr durch. Super, Tür muss weg. Das war's mit Tür. Habe ich mir schon gedacht. Deswegen bin ich erstmal... Na gut, dann bleiben die Türen weg. Ist halt so... Ja, wie gesagt, Däumchen nach oben, abonnieren, kommentieren. Dann würden wir uns auf jeden freuen, der heute Abend um 21 Uhr uns beim Sterben zuschaut. Und ansonsten, ja, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.